auf den Spuren von Karl Marx. Es war einmal ein Mann mit wuschigen, weißen Haaren und einem Bart, der so lang war, dass man seinen Hals nicht sehen konnte. Ein langer Mantel ließ ihn bedeutend und wichtig aussehen. Das war er auch. Der Mann wurde berühmt und auch heute kennt ihn noch die ganze Welt. Er fand es unfair, dass es so große Unterschiede zwischen reichen und armen Menschen gab. Er fragte sich, warum das so ist und wollte Lösungen für das Problem finden. Er veröffentlichte Texte, die sich in der ganzen Welt verbreiteten. Wer ist nur dieser geheimnisvolle Mann oder wo mag er nur herkommen? Im Westen von Deutschland liegt eine Stadt mit Gebäuden, die schon die Römer gebaut haben, Trier. Dort ist der weltberühmte Karl Marx geboren. Komm mit auf eine Reise durch Trier und an die Orte, an denen er sich aufgehalten hat. Kapitel 1 – Das Geburtshaus. Vor 200 Jahren erblickte der kleine Karl die Welt. Am 5. Mai 1818 wurde er in diesem Haus geboren. Dort lebte er mit seinen zwei älteren Geschwistern und seinen Eltern Heinrich und Henriette Marx. Doch sie blieben nicht lange dort und als Karl ein Jahr alt war, kommt er ein anderes Zuhause. Kapitel 2 – Das zweite Wohnhaus. Der Weg führte die Familie Marx in die Nähe des Trierer Stadttors, an die Botanica. Es wurde schon von den Römern gebaut und war ein wichtiger Platz in der Stadt. An diesem Ort lebte Karl 16 Jahre lang mit seinen 8 weiteren Geschwistern. Kapitel 3 – Das Wohnhaus von Jenny von Westphalen. Wer ist denn diese Frau? Fast jeden Tag kam Karl zu diesem Haus. Er stöberte durch Bücher und diskutierte mit seinem Lehrer Ludwig, Jennys Vater. Der war auch ein sehr enger Freund von Karls Vater. Aber kam er wirklich nur zum Lernen hierher? Er konnte dort auch Zeit mit der hübschen Jenny verbringen. Karl und Jenny heirateten später. Kapitel 4 – Der alte Ballsaal. Bei unserer Reise durch Trier führt uns der Weg nochmal in die Nähe des Geburtshauses von Karl Marx. Als der junge Karl noch in Trier lebte, versteckte sich hier ein Ballsaal mit hohen Decken und tollen Schmuckstücken. Karl und Jenny kamen auch öfters hier in den Saal, um zu tanzen. Kapitel 5 – Die Schule. Der junge Karl besuchte ein Gymnasium in Trier, das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium. 1835 machte er dort Abitur. Danach war Karl aus Trier verschwunden. Seine Reise führte ihn nach Paris, Brüssel und am Ende nach London. Er kam nicht mehr zurück nach Trier. Aber was ist mit den Orten passiert, an denen er sich aufgehalten hat? Falls du das erfahren willst, schau doch einfach in unseren zweiten Teil.